And we are back. The bigger they are, the harder they fall. Try to resist and I kill them all. Here's to Gotham turned upside down. Come Xmas Day around this town. Okay. Nice sentence, I would say. I standing in a 2D fire. Something else to discover? Oh lol. Well then. Insert. Gordon. Scharfschütze! Rache mal mehr, Gandalf! Von dir habe ich genug für heute Nacht. Das sehe ich anders. Verdammter Mist! Scheiß drauf! Du willst Zucker? Hol ihn dir! Hilf mir, sie von Joseph fernzuhalten! An die Arbeit! Bist du bereit? Lol, he's fighting! I'm pressing Y. Ooh, hey! Lol, James Gordon is fighting! Ow! Ow! Gut. Hatte eine harte Kindheit. Das macht. Well, he has him knocked down, I think. Oh no. Bam! 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 Sie sind unterwegs. Sie schaffen das. Wo ist der Joker? Er ist durch diese Tür, in Richtung Kapelle. Danke. And the sniper? Where is he? Jesus Christ. What? Where should I go? Right. Oh, I came from above, so I can... Yeah. Okay. What's here? Some kind of secret. Yeah, great idea to place a van direct in a cell for the prisoners. Let me out! I'm not insane! Is he dead? Yes, he's dead.
Okay, so apparently there isn't another way. So und schon willst du mehr, was? Bane lebt noch. Also das ist nicht witzig. Ja. All diese Wut auf mich. Aber wieso? Weißt du, wenn du mich einmal ausreden ließest, könntest du noch was lernen. Ist all das für dich oder für mich? Weißt, es gibt keine Hoffnung für mich, aber für dich gibt es sie noch. Ja, ich setze. Du kriegst es einfach nicht in deinen dicken Schädel. Wir beide existieren, ihretwegen. Gib auf, du hast verloren. Deswegen tust du's, oder? Du magst, wie es sich anfühlt. Das ist es, was du brauchst. Komm schon, Baby. Schlag mich, bis dir die Knöchel bluten. Und dann auch weiter. Es gibt ja eh nur einen Weg, mich aufzuhalten. Jeder meiner Jungs hätte ihn getötet. Diese Stadt verdient was Besseres. Meine Tochter hält dich für einen Helden. Aber ich muss dich trotzdem festnehmen. Gordon, komm! Wo sind Sie? In der Kapelle. Wir haben den Joker. Heilige Scheiße, Sie haben ihn. Wie haben Sie das gemacht? Ich hatte Hilfe. Well. Ich frage mich andauernd, warum habe ich ihn nicht abgeführt? Und jetzt weiß ich, der Grund, ihn gehen zu lassen, warst du. Weil du an ihn glaubst. Ich weiß nicht. Sie haben mich auf eine Wache gepackt mit lauter korrupten Cops. Und ich kann sie nicht ändern. Genauso wenig wie diese verdammte Stadt. Zumindest habe ich das immer gedacht. Herzstillstand. Das ist witzig. Gut gemacht, Bats. Das wird doch ein Riesenspaß. Aber vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, woran Sie glauben können. Vielleicht kann er Ihnen geben, woran Sie glauben können. What? This is the end? The end? For real? Yeah, well, nice plate. I must say, for a video game based on a series, it's a really nice game. I mean, look at all the other games, like Superman 64, or basically any other superhero game that's based on a character that's been on TV.
it's basically all junk. But this game series, isn't junk. It has a great storytelling, it has a great system. A fighting system. It has great graphics for the time. So, it's really nice game. So hard, my dear, to show that you're my every dream. It even has the German synchronized voices for Batman and Bane and the Butler and also I think the Joker, at least in German, in the German version, which I played. It has the original voices which came in the Dark Knight, Dark Knight Rises and Batman Begins series. This was a nice touch. And I didn't even complete the game. I just played through it. I think I have just under 30% from the game. But what me confuses is the Joker in the next game, which I play next apparently, is at his funeral. So he must have died in this game. So I expect ending after the credits, or a secret ending, which I can achieve. Yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed and the successor, Batman Dark Knight, Batman Arkham Knight, has an even better fighting system, even better graphics, and that's only from that half an hour that I played this game, because I don't want to spoiler myself. Why can't I free your doubtful mind? And melt your cold, cold heart. And if he didn't die in this game, it must be a prison accident. Unser nächster Gast, der politische Stratege Dean Snyder, hat das Geschehen dieser Nacht von Anfang an verfolgt. Seit mehr als 8 Stunden. Dr. Snyder, fangen wir bei Ihnen an. Was ist Ihre Meinung? Nun, Jack, es ist lächerlich. Das ultimative Versagen des Justizsystems. Ein selbsternannter Rächer, der nach zahllosen Toten und Bombenanschlägen unsere Straßen aufräumt? Was ist mit der Polizei? Und was ist mit James Gordon? Er hat sich heute Nacht nicht gerade bewährt. Einen Moment mal, Dean. Ich will das GCPD gar nicht verteidigen oder Captain Gordon. Wie schon gesagt, das Debakel heute Nacht ist ein Beispiel seiner Kompetenz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendeine Polizei in irgendeiner Stadt sich gegen diesen Joker besser schlagen sollte oder gegen irgendeinen der anderen Killer, die er mitgebracht hat. Ich meine, diese Jungs sind eine ganz andere Hausnummer. Wir haben sowas noch nie gesehen. Für mich geht es hier weniger um Gothams Polizei, sondern vielmehr um unser ganzes Land. Ein Land mit so kaputten Gesundheits- und Bildungssystemen, dass wir diese Art von Kriminellen hervorbringen. Ein interessanter Einwurf, Hank. Aber ich frage mich, was wir als nächstes... Nein, kein interessanter Einwurf, sondern einfach nur falsch. Sie liegen beide falsch. Hier geht es nicht um die Polizei oder den Flattermann. Es geht auch nicht um den desolaten Zustand unserer Nation, der einen neuen Typus verrückter Krimineller hervorbringt. Hier geht es um das Versagen einer bestimmten Institution. Einer Institution, die meiner Ansicht nach die größte Gefahr für Gotham und seine Bewohner darstellt. Eine Zeitbombe, die nur darauf wartet, loszugehen. Wenn wir heute Nacht eins gelernt haben, dann, dass Blackgate nicht der Ort ist, in dem man die gefährlichsten Verbrecher unserer Stadt einsperren sollte. Nicht nur einer, 2 Gefängnisausbrüche in derselben Nacht.
Keine dieser Tragödien hätte sich zugetragen, wenn Gotham eine vernünftige Einrichtung für seine schwersten Verbrecher hätte. Einen Ort mit undurchdringlichen Sicherheitsvorkehrungen, wo die gefährlichsten von ihnen isoliert, rehabilitiert und von ihrer Krankheit geheilt werden können. Einen Ort wie Arkham Asylum. Nach dem, was heute Nacht geschehen ist, verspreche ich den Einwohnern Gothams, dass ich unermüdlich kämpfen werde. Ich werde vor den Stadtrat treten, auch vor den Gouverneur, wenn ich muss. Ich werde alles in meiner Macht tun, um Arkham Asylum wieder zu eröffnen, damit wir alle ruhiger schlafen können. Da haben Sie es. Quincy Sharp sieht die Schuld für die Geschehnisse heute Nacht weder beim Batman noch beim Joker, sondern bei Blackgate. Und verspricht Arkham Asylum wieder voll funktionsfähig zu machen. Nach einer kurzen Unterbrechung hören wir gleich mehr von Mr. Sharp und unseren anderen Gästen in der Jack Ryder Hour. Alright, so apparently this game hasn't any. So basically was this was in German it was a radio interview between the Blackgate director interviewer and the radio station, and the interviewer, said it was Jim Gordon's and the city's failure, and security systems went down, and healthcare systems are broken, etc., etc. The director from the prison says, "No, it was the fault from the prison. So the prisoners, the greatest, how to tell it, the greatest." The baddest persons don't belong in a prison right in Arkham, Gotham. So he wants to reopen Arkham Asylum to put there, to put the guys there. New game plus. Alternative Batman outfits. Nice. Oh, Cutscene! I knew it. Wusste ich doch, dass sie kommen. Früh oder später. Und was passiert, wenn ich's nicht tue? Du verrottest hier oder arbeitest für mich? Okay, nice. Es war eine lange Nacht, Alfred. Warum gehst du nicht zu Bett? Davon würde ich nicht weit träumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Ah, wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmahl essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück. Jesus Christ. The Scars. Hey Zentrale, wir haben hier ein wahrscheinliches Mordopfer in Coventry. Was ist das? Tatort wurde bereits abgesichert. Benötigen sofort einen Detective. Verstanden. Oh. Dafür eins wurde informiert. Okay, make this and then I start a new game. I wonder how he can glide still when his outfit is so damaged. It's a nice touch that his outfit turns to the end from the game into this scattered outfit. It's a really nice touch. It shows that he has indeed a long night. So, and now on to the next game. Arkham Knight.
Arkham Knight, I say. Arkham Knight? Ah, Arkham Knight. Haha. Knew it. Yes, it's the end of the game. Not really the end of the game, the end of the story. Now I could, beat other crimes in the city. Or Enigma! Oh, I can skip the intro! Nice! Well, time for the Batmobile. Lol. Oh no. A hero? Me! Up. I heard of a fireman. Hier drüben, bitte. What? Ah! Batman. Gott, du bist es. Good night. Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird sie abholen. Yeah, right, okay.
Ivy und Scarecrow haben sich wohl in die Haare gekriegt. Ich glaube, er wird den Unkraut vernichtet zünden. Was macht er da? Er verfolgt uns. Fahr weiter! Raus hier! Los! What? Where are the others? Passt auf! Batman ist hier! Das muss man Scarecrow lassen. Er hat uns die Schlüssel zur gesamten Stadt überreicht. Und er macht uns an den Erst hier! Stop! Police! That guy. Ich muss noch ein Spielzeug an ausräumen. Ich habe dem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. Er ist in deinem Auto. Weg hier. Hä? Where? Weg hier. Es ist Batman. Fahr! Identität bestätigt. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich hab mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen.
Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Poison Ivy ist in der Stadt? Wirklich? Mit der habe ich eine Rechnung offen seit dem Asylum. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Das Beweisstück habe ich schon gescannt. Ich sollte den Rest der Leiche untersuchen. Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. Alfred, ich habe das Opfer als Franklin Accardo identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund seiner Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuch, eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Vergiss nicht, dass wir Pinguin später treffen. Etwas Besonderes geplant. Bestätigt. Randalierer in Cordwell. Circa 20 Stände.
auf. Du wirst mich erst finden, wenn ich das auch zulasse. Ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Auf das Dach kriegen. Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Exactly how it was planned. Uh oh. Okay, how about... Nice. Okay. Es gab Gerüchte nach Arkham City. Es heißt, du wärst anders. Hättest ihn getötet. Ich weiß es besser. Ich weiß, dass es Grenzen gibt, die selbst Batman nicht überschreiten. Okay. 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 What? Was ist das? Aha, okay. Aber wie soll ich denn da jetzt hochkommen? So wohl nicht. Oh, ja, okay.
Yeah! No, 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 no! Okay. Muss mich dran gewöhnen. Okay, wie bin ich da drauf gekommen? Ja. Okay. Steuerung ist komisch as fuck. Nein, nicht nochmal. Oh, okay, ja. Das Ding ist, das Ding lässt sich überhaupt nicht wie ein Auto steuern. Kann ich auch gleich hier machen. So. Achtung. Entschuldigung. Achtung. Komm ich. Tut, tut. Wo soll ich nochmal drauf? Da hinten. Wie schaffe ich das denn? Ah. Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen, aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Oh oh. Das heißt. Ja, lol. Alles klar. Aus dem Weg. Genau. Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, meld dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja, aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Ach so, okay, ja. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Oh. Ja. Sieh dir deine Stadt an. Verlassen von denen, die in Angst flohen. Zerrissen durch die, die nirgendwo hinkommen. Ah. Halbe Stunde, Stunde mach ich noch. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Ja, ich will ja auch nicht das Batmobil. Es ist nur auf der Taste vom vorherigen Spiel die Detektivsicht. Ich habe eine Reihe von Diagnosesimulationen erstellt mit den... Ja, will ich nicht wissen. Oh, okay. Ist der besser? Also in dieses Spiel?
doch seinen verdammten Namen sagen. Tu nicht so, als hättest du keine Angst. Okay, Batman. Da, ich hab's gesagt. Und wo ist er? Nirgends. Der Affe ist auch weg, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Ha? Oh, diese verdammten Tasten. Das ist unterirdisch. Lol. Nee, das nicht. Two-Face will Vergeltung für das Gerichtsgebäude. Er wird's Batman zeigen. Und der Pinguin verbünden. Ja, aber mal sehen, wie lange das hält. Ich sag dir was zu Jokers. Oh. Sag mir, was du weißt. Schon gut, ich rede. Tu mir nur nicht weh. Gut. Ja, okay. Du hast ihn trotzdem wehgetan. Und er hat nicht geredet. Two-Face hat nicht vergessen, was die Fledermaus ihm im Gerichtsgebäude angetan hat. Er will Rache und ich will das sehen. Geh die Party und die Party geht ab. Na, wo sind denn die anderen hin? Da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Ansonsten gibt's einfach Dresche. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Er würde hier sein. Wenn du mich fragst, ist er paranoid. Ein bisschen zu viel von seinem Gas eingerammelt. Ich würde gern mal sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Okay.
etwas Spaß zu haben. Keiner hält uns auf. Natürlich bleibst du einfach nicht. Noch drei Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Bad Suit. Ja, das hört man bestimmt nicht. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als Sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. I'm good. Drei Schützen, eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslocken. Er kommt hier nicht rein, dafür sorgen wir schon. Bleibt einfach ruhig. Wenn ich sie überraschen will, muss ich einen anderen Eingang finden. Wohl wahr. Aber von oben geht's ja wohl kaum. Waffen immer auf ihn gerichtet lassen, kein Risiko eingehen. Ich würde ja dieses Gitter nehmen, aber... Oh, okay. Der neue Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Yeah! Hilf mir! Nö, ich hatte meinen Spaß. Wie kann ich dir denn helfen?
Mann, ich habe ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten. Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Noch nicht. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Ach so. Oracle, der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Hi. Warum ich sie gewarnt habe, Batman? Warum ich diese getriebenen Flüchtlinge habe fliehen lassen? Du weißt es nicht. Easy Gaming. Und es macht dir Angst. What geht ab? Aus dem Weg. Weg. Scheiß Sound. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Eieiei, schon wieder seine Nachtsituation. Oh mein Gott. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Ei, ei, ei. Oracle,
Wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in 10-30 Minuten. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Sollte einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in. Und hattest nie eine Chance. Ja, Moment. Oh, shit. Mach das Ding nochmal auf. Ah, so. Nice. No. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Zuerst muss ich die Anlage erkunden. Angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer guten Chemiefabrik rum und versuche nicht zu kurz. Die ganz oben meinen Batman könnte auch der WG hier sein. Vielleicht haben wir jetzt nice. Spaß und wir sind's hier in Umblick. Kommt, seid da! Denkt ihr, er ist bereit, gegen eine Armee anzutreten? Die Panzer machen ihn platt, bevor wir nur einen Schuss abfeuern. Hast du überhaupt zugehört, was der Knight gesagt hat? Wenn es um Batman geht, sieht sowas nicht. Ich sollte zuerst die Einrichtung erkunden. Dann kann ich zum Auto zurück. Hm. Ihr könnt hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Euch, 2 Leute. Jede Sekunde zählt. Wir werden ihn beschäftigen, solange wir können. Hier ist ein Mann am Boden.
Was? Noch sieht aus, als sind nur wir übrig. Oh Gott! Komm schon. Ja! Das wollte ich endlich nicht, aber okay. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Nice. Ja. Meilen. Nehme ich. Nehme ich. War es erstmal. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Batman ist hier! Angriff! Oh oh, das war die Nähe. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Aho! Das Gegner? Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Aber ich will sagen, machen wir nochmal den hier an, oder? Keine Sorge, das ist...
Oracle. Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir kalt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm-Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vogelgriff habt. Ding dong! Er ist schon mal nicht tot. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Typisch. Heißt natürlich nicht, dass sie nicht ein wenig Spaß haben dürfen. Wir sollten ihn wohl nicht umbringen. Zweck erfüllt. Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Vergeudet meiner Ansicht nach nur Ressourcen. Was verdammt? Die Wand stürzt ein. Mach mich los, bitte. Lässt mich doch hier raus, oder? Wir sind rein! Los, los, los! Verteilt euch! Lasst die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh! Aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte! Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte.
Nur damit wir uns verstehen, ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielperson. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst mich. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Wir haben dich umstellt. Gib auf! Das wirst du bereuen. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Was ist der Synchronsprecher von Jonah Hill? Von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Na, das war's für heute. Alles klar. Ciao.